Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Endlich mal Pokémon. Lange wurde es hier erwartet und jetzt ist es endlich soweit. Ich spiele Pokémon Feuerrot. Ich habe den beiden vorgeschlagen, nämlich Domin Caleb, mit denen geht das sogenannte Free Getter, das so zu machen. Und da habe ich gedacht, ja okay, nehmen wir Feuerrot statt Gelb. Stand in seiner Liste und jetzt spielen wir es. Yay. Das ist Part 3. Ich weiß nicht, was bisher geschehen ist. Ich sehe nur, wir sind auf Route 24, ist es glaube ich. Da gibt es den Rivalen, wir heißen Zekonas. Das habe ich irgendwie schon geahnt. Ja, also, ich wollte irgendeinen Raupi Zekonas nennen, aber... ja, okay. Der stille Abenteurer macht sich auf. Ohne Orden, ohne Geld. Pokédex 2, wen haben wir denn da Schönes überhaupt? Killer. Ein Radfratz namens Killer. Aber finde ich gut, das ist Zekonas. Hätte ich auch so gemacht, ohne Scheiß. Da habe ich schon dran gedacht, der hat mir schon sowas gesagt... Ich habe schon einen total coolen Namen, da habe ich mir schon gedacht. Ich frage mich jetzt ein bisschen, warum ist der Starter denn im PC? Oder freigelassen? Das wär's. Oder wollen wir ohne Starter spielen? Das wäre eine interessante Sache. Zico, das schaltet den PC ein. Okay, wir nehmen uns Klumanda. Ein Klumanda namens Geilkind. Toll. Demnach folgere ich, dass Caleb das Radfratz gefangen haben muss, weil das sind Kleinbuchstaben oder Groß- und Kleinschreibung. Übrigens höre ich mich ein bisschen verschnupft an, das bin ich auch. Diese Part ist recht aktuell, ich will momentan nicht viel aufnehmen, aber was das Free Getter angeht, müssen wir halt die Dateien tauschen und ja, da kann ich nicht wochenlang warten, ja. Aber ich habe viel auf Vorrat, also Leute. Was mache ich ja eigentlich? Warum gehe ich nicht einfach zu Gary? Weil ich etwas vorhabe. Ich fand es ein bisschen fies, wie der mich ausgesetzt hat. Direkt, der hat schon damit gerechnet, dass ich jetzt mit Radfratz alleine dahin gehe, was? War hier nicht irgendwo was oder war das nur auf... Ah. Ich habe gar nicht gesehen, ob er die anderen Gegenstände... Egal. Passt schon. Die beiden kennen sich ja aus. Ein bisschen. Wer, Tanjawald, was gibt's da? Moment mal, Beutel. Nur mein Beutel. Oh, meine Stimme hört sich komisch an, hey. Scheide. Wenig Pokebälle. Wenig. Hier liegt einer. Ja, meine Stimme ist sehr tief. Entschuldigt mich dafür, aber... Sag mal, ist Raupis auf Feuerrot nicht selten? Ich glaube, auf den Roten kommt doch immer... Horlio, oder? Erstmal her mit dem Ruckzuck-Hieb. Genial. Den fange ich mir. Pokémon. Ich habe auch schon einen guten Spitznamen und ich habe eine geile Idee. Ich habe eine super geile Idee. Na, das wird doch klappen. Opi wurde gefangen. Ja, so wird's gemacht, Leute. Seine Haut ist grün. Beim Wachsen streift sie ab und verpuppt sich in einen Seiden. Ich habe was anderes gelesen. Kokon. Raupi namens. Hero. From Zero to Hero. Trainieren werde ich ihn nicht. Ein Smetbo, hey, da liegt das Item. Smetbo will ich eigentlich nicht haben. Das ist eigentlich ein bisschen ideenlos. Habe ich früher immer gern gemacht. Weil die sich so schön schnell entwickeln. Aber ich will Raupi behalten. Ja. Wollen wir erstmal die Trainer ein bisschen... Ja, das Radfratz ist gut. Ich meine, trainieren wir mal das Radfratz, den Killer. Nichts dagegen. Und es wäre natürlich cool, wenn ein Pikachu kommt. Und da haben wir Horlio. Ach, soll man sammeln? Einkollekten? Mal sehen, ob er es überlebt oder nicht. Sehr schön. Ist ja wie prädestiniert dafür. Dann tun wir Horlio auch ein Sacken. Tja, wen könnte man trainieren? Robby? Oder Robby? Ich will mit denen gar nicht viel anfangen. Ich bin der Meinung, wir sollten möglichst viele Pokémon fangen. Das ist bei weitem keine 100%, was natürlich gar nicht geht, ohne tauschen. Aber selbst wenn... Ja, du bist der gute Gifty. Selbst wenn es gehen würde, das Ganze trainieren, zum Beispiel Dragoran, ist ja eine Qual, den auf Level 55 zu bringen.
Jeder, der es schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Zekonas hat einen Trank gefunden. Interessiert mich jetzt gerade schon, wie der Rivale heißt, ne? Ich jump erstmal hier durch, tu ein paar Kerle besiegen. Das ginge mit Glumanda sehr einfach, muss ich sagen. Glumanda wäre sehr gut. Käfersammler Baldur. Weil Glumanda kann die mit der Glut alle mal abchecken, aber ich glaube auch unser Killer kriegt das hin. Ja, also Leute, wenn ihr nur das Free Getter schaut, muss ich euch sagen, meine Stimme hört sich nicht immer so an. Oh Gott. Wirkt es schwul oder wirkt es männlich? Wahrscheinlich beides. Das Wechseln gefällt mir gar nicht, das schalte ich jetzt aus. Ich will nicht nach jedem Dings wechseln. Auch wenn es manchmal taktisch besser wäre, aber wer hat nicht anno 1999, als es rauskam, einfach nur seinen Starter trainiert, bis auf Level 100 und alles andere. Ja, es hat funktioniert. Aber klar, wir werden ein abwechslungsreiches Team auf die Beine stellen. Das ist natürlich die, ich will nicht sagen die Dummheit. Moment, Optionen? Der Rahmen ist eigentlich okay, Texttempo 3, okay, Animation 1, natürlich. Folge meine ich. Warum Modo? Was soll das denn? So. Wann kriegt man die Turbo-Treter? Nach Rocco, oder? Bin mir nicht sicher. Gut, tun wir ein bisschen Radfahrts trainieren. Und wenn es Level 9 erreicht, dann gehe ich mal Richtung Rivale, weil dann können wir uns dem entgegenstellen, denke ich mal. Hornio setzt Giftstachel ein. Ich glaube, ich muss mir echt mal die Nase putzen. Ich muss das unbedingt rausschneiden, wie ich mir die Nase putze. Moment, Leute. So, das hätten wir. Ihr wollt keine Details haben. Glaubt mir, Leute. Hornio wird von Käsesammler, okay. Das ist ein Käsesammler. Eusebios heißt er mit Vornamen. Was ist das für ein Name überhaupt? So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will erstmal nach Marmoria City, denn ich habe was Schönes vor. Den haben wir auf Level 9 jetzt. Ja, die Rivale. Ja, eigentlich würde ich schon gerne die Rivale herausfordern. Vor allen Dingen mal gucken, wie der heißt. Wer ist denn der Rivale von Zekonas? Das sind doch wir. Wahrscheinlich heißt der Rivale Let's Play Markus. Jetzt aber gut mit dem Härtner da. Härtner oder Gärtner. Gut. Beim nächsten Trainer tun wir ein bisschen Glumanda trainieren. Ich will unbedingt nach Marmoria City. Ich habe was vor. Take it up. Ich spiele übrigens mit Tastatur. Ist ja bei Pokémon absolut locker flockig. Ach, der ist schon Level 9. Das ist ja gut. Also mit dem Starter hätten wir gegen Gary wohl alle Chancen. Zekonas hat Gegengift gefunden. Ja, ich finde, der Charakter aus den originalen Rot-Blau-Gelb-Editionen, der passt besser zu Zekonas. Also so stelle ich mir Zekonas vor. Der hier wirkt ein bisschen zu modern und so. Okay, ein wildes Hornio erscheint, das ist ja super. Ich freue mich das. Oh, schon fast Level 10, das ist gut. Ich glaube, Caleb war das, der ein bisschen trainiert hat. Gute Sache. Da ist ein Trainer, aber ich will nach Marmoria City. Dann können wir immer noch zurückgehen und die herausfordern. Denn ich habe was vor. Ja, es wäre cool, wenn Pikachu erscheint. Hornio auf Level 5, das ist aber schon hoch, ey. Komm, mal Klut. Das sollte reichen für Level 10, oder? Na, komm schon. Knapp. Aber natürlich. So, da gab es noch einiges. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, dass der Rivale noch nicht besiegt ist auf Route 24. Der hat starke Viecher hier. Aber den machen wir kaputt. Für den Vertania-Wald ist Glumanda wirklich sehr gut. Aber für die Arena leider nicht. Also, am einfachsten hat man es eigentlich mit Bisasam. Man muss den halt nur trainieren, bis er Krankenhieb beherrscht, obwohl ich weiß nicht, sowas im Original. Egelsamen hat nicht so viel gebracht. Oder beziehungsweise
Rankenhieb war besser und wenn man bei Rocco Rankenhieb hatte, dann war Rocco kein Problem und dann war Misty kein Problem. Aber mit Jiggy hat man Rocco sowas von leicht durchgenudelt, mein bekanntes Wort. Und Wiedersehen im Metallienwald, Exodus von Moria City. Also mit Jiggy hat man Rocco total einfach, weil man Blubber so schnell bekommt. Aber mit Glumanda sind beide schwierig, hey. Rocco und Misty. Aber es ist ja Feuerrote Edition, also nehmen wir auch Glumanda, ne? Gehen wir erstmal hier ins Pokémon Center. Tun die heilen die Säcke. Ja. Ich denke, wir tun ein bisschen Pikachu jagen, aber ich habe was Schönes vor. Und ich muss mal ganz kurz mich ein bisschen umschauen in der Arena. Da war doch noch ein Kämpfer davor. Kriege ich den klein? Ich weiß es nicht. Also dieser... Da war ein Pfadfinder oder sowas. Gut, den kann man umgehen. Ich besiege ihn einfach mal. Der ist eine gute Herausforderung. Der hat, glaube ich, einen Sandan und so Geschichten. Eine Herausforderung von Camper Georg. Nee, im Original war es kein Camper. Das Original kenne ich besser. Oh Gott, ich sehe schon, was wir für schlechte Karten haben werden. Im Kampf gegen diese Experten da. Da ist nämlich nichts effektiv. Aber er brennt. Das ist schon mal gut. Verbrennung schadet. Komm schon. Hoffentlich hat er... Ja doch, der hat noch einen Sandan, wie gesagt. Das macht der Einigler. Als Kitty habe ich mich immer gefragt, was heißt Einigler? Wird er sich einig oder was? Aber die Verbrennung, die ist schon gut. Und Sandan, das ist dann nicht mehr nicht effektiv, sondern normal effektiv. Weil es ist ja ein Boden-Pokémon und kein Gesteins-Pokémon. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus, aber diese genauen Werte und so, die sind zu vieles Guten. Level 11, die Entwicklung schon fast greifbar nahe. Auf jeden Fall mit großen Schritten entgegen. Sandmaster. Ja, ist eine gute Sache. Ach, Sandwirbel. Shit. Ja, sowas, damit habe ich gerechnet, aber... Ich denke doch, das besiegen. Weil... Wir sind besser drauf. Ach, ein Igler. Trotzdem ein Glut noch und das passt dann. Aber... Doch. Also, Level 12. Kannst glauben. Na, finde ich eine gute Sache. Zekonas gewinnt 220 Poké-Dollar. Gut. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich einen Raupi oder so Zekonas nennen. Aber das war dann zu viel des Guten. Ich habe auch hier die Speed-Taste. Glaubt es kaum. Wollen wir noch Pikachu suchen? Komm, nicht speeden, nicht speeden. Okay, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay, nee, Leute. Nicht speeden, weder ich noch die anderen beiden. Aber ich gehe jetzt nach Moria City. Ich beende den Part dann so langsam, weil ich will unbedingt etwas anstellen. Jetzt könnte noch Pikachu kommen. Oh, jetzt Pikachu, das wär's. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Egal, dann tun wir kein Pikachu ins Team aufnehmen oder haben wir es nicht vor. Wer weiß, was geschieht bis zum nächsten Mal, wenn ich dran bin. Jetzt will ich meine finsteren Pläne in die Tat umsetzen. Ja. Ich finde es nicht schön, wie mich Caleb da ausgesetzt hat. Glumanda in die Box gesteckt und mich mit dem Radfratz dahin gedönert hat. Ich kann es Caleb nicht heimzahlen, aber ich werde es Allgemeinheiten heimzahlen. Indem ich... ablegen. Ja, ich möchte eine Pokémon trainiert haben. So. Gut. Das ist eine gute Sache. Wir haben zwei super starke Pokémon. Und zwar Hero und Gifty. Ach, ich freue mich schon auf das Gesicht. Ja, 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 ja. Das wird eine gute Sache. Wir gehen. Okay, aufgrund der Zeitbeschränkung, die ich leider habe, gehe ich zu Rocco. Spreche ihn an.
Und mach hier ein Safe State und weiter geht's im sechsten Part. Also bis dann und ciao. Nächster Part bei Geilkeit.